Jetzt müssen wir einen Superfisch sehen. Der ist einfach riesig. Der ist jetzt gerade vorne und messen. Da muss ich nicht so fest stören, dass er da wieder weggeht. Da ist ein Aquarium da. Und neuerdings habe ich so Fische gekauft. So in dieser Größe, haben sie gesagt, werden die. Das ist die Kumpels. Der ist ein bisschen größer geworden als die anderen. Eben, so sollten sie sein, oder? Die sind jetzt ein Jahr. Da ist der Bruder, hä? Scheiße, ich weiß nicht, was ich da habe. Aber der ist so schön. Ich freue mich. Gott sei Dank ist er nicht größer geworden. Er ist größer geworden, aber ich glaube nicht viel größer. Es hatte nachher gar keinen Platz da in meinem Aquarium. Das Aquarium ist groß, eine ganze Ecke da. Ich freue mich so, das ist so cool. Also das hat jetzt nicht jeder auch nicht gezielt gekauft. Jetzt ist er am Fressen. Das darf ich nicht mehr stören. Wo sind die Kumpels? Die blauen, ja, da sind die blauen. Kumpel ist groß. Tschüss! Merry Christmas! Frohe Weihnachten! Das ist ein Weihnachtskaktus. Frohe Weihnachten! Überall so ein bisschen, aber nicht so viel. Ein bisschen. Dafür eine ganz große. Und auch in der Stube ganz eine große. Und das sind Schweden, die stehen das ganze Jahr. Sind im Parat für Weihnachten. Auch hier so ein bisschen. Immer ein bisschen weihnachtlich. Habe ich gern. Jetzt habe ich. Frohe Weihnachten. Oder fröhliche. Oh, du fröhliche. Oh, du selige. Gnadenbringende Weihnachtszeit. Krippa ging verloren, Christi ist geboren. Freue dich, o Christenheit. O du fröhliche, o du selige, Gnadenbringende. Mein neuer Weihnachtsschmuck. Ich habe da ganz süße Brosch gefunden. Und die sind ja nicht teuer, das haben wir geleistet. Ach, der Kette da. Aber das ist jetzt neu. So kleine Rentier da. Schneeflocken. Da Weihnachtshandschuhe und Baum. Da kann ich jetzt bei jedem Kleid jetzt anlegen und richtig weihnachtlich das Gefühl haben. Tschüss, freue mich. Ich glaube, 8 Franken gekostet. Habe ich jetzt jedes Jahr. Tschüss. So schläft der Beugel. Papa von 4 Babys. Ganz herzige Babys ist geworden. 2 sind schon weg. Das ist der dritte, der noch verkauft wird. 4. behalte ich.
Beugel ist ganz hübsch und das ist Mama. Das ist sie, das ist ein Fuchs. Zwei Welpen haben ausgesehen wie ein Wolf. Das ist der Fuchs. Und eine sieht aus wie der Bär. Und schläft irgendwo voll schwarz. Haben wir immer einen schwarzen gewöhnt. Mal schauen, wo der ist. Irgendwo unter dem Bett noch. Bis später. Jetzt schauen wir mal, so gross ist, sind die, die in der gleichen Rasse waren. Ich habe drei auf einmal gekauft und wo ist denn der andere? Scheissig! Der Arme, der braucht den ganzen Gefahr für sich allein. Wo sind jetzt die anderen wo? Jetzt muss man schauen. Wo sind die anderen? Da! Und da ist einen kleinen, da. Also, das ist ein gutes Bild, hä? So, jetzt habe ich Kornbrot gegessen. Zwei Stück. Jetzt ist es also Papas Grab. Ich bin immer schnell dort. Jedes Mal das Garen. Immer schön. Ich freue mich. Ich vermisse Papa so. Ich weiß es nicht. Jetzt ist er. Papa hat ein schwarzes Band um sich. Wahrscheinlich ein Stein, das sich nicht senkt. Und genau da schauen immer die Leute. Und Papa ist hier. Und das ist ja schön. Und jemand da hingelegt ist der Zwillingsschwester von Papa. Papa war Zwilling. Hi Papa. Ich finde Gott dir gut, du bist immer bei mir. Tschüss. Weihnachtsessen. Kann ich Weihnachtsessen, ganz hübsche Strümpfe, ja. Ganz, ganz schick angezogen, so wie in der Kirche, aber ein bisschen kurz. Und schöne Strümpfe. Lauf machst du ja auch jetzt. Ja, Hyacinth gekauft, das möchte ich jeden Weihnachten riechen. Wenn ich Möglichkeit habe, ist super. Wenn ich genug Geld habe, gesund bin und dass ich dann so ein Hyacinth kaufen kann. Oh, das ist schön. Oh. Der ist blau dieses Jahr. Aber den habe ich vom Wachtmeister gekriegt. Abwart. Und heute habe ich auch ganz süße Sachen da. Weihnachtsschmuck, Brosch. Tschüss! Ferrari. Urbans fjärde eller femte bil. Det är en tonårsbil. Mercedes. Ja, den ser jävla hur stor den är. Den är lite liten, visar på dig. Päls, ha? Sitter du päls där? Spoiler i bag. Det är kul. Ein Lied von Westdorf, Schweden. Böbe, vita lamm, har du någon ull? Ja, ja, kära barn, jag har säkert full. En helgsrock åt far, en söndagskjol åt mor. Och två små strumpor åt lille, lille bror. Tjus! Kom där. Jag måste låga att jag där. Das sind die kleinen Fische. Im Hintergrund ist er. Wow, ist der riesig. Ein riesiger Viech da. Das
sieht so cool aus. Das Aquarium ist so groß. Und ich habe nur kleine Fische gekauft und der ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Irgendwann genetische Fehler waren. Die anderen, die ich gekauft habe, die sind wurden so groß. Also.